Nomi, bist du bereit für das Winners Match? Ich bin bereit. Endlich ein Protoss mit dabei. Juhu! Endlich ein Protoss. Und zwar sehen wir in der linken unteren Ecke von Team Empire Happy. Und hier darfst du cheeren. Und rechts oben den Retter der Welten, der Protoss-Spieler in Rot von Team Alien Invasion. Es ist Patience! Ja. Sehr gut gemacht. Du solltest, Announcer werden, Announcer. Wie beim Boxen oder so. Ja, das, also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ne? Aber eigentlich so Sound, wie heißt das? So Announcer-Packs heißt das. Ah, doch, ja, 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 wie bei Dota und sonst ja. Was. Stimmt, Blizzard, mach es möglich. So, Custom-Skins. Ja, ja, genau. Plus also Announcer-Packs, da wäre doch einiges drin. Und dann wie bei FIFA, so mit Autokommentatoren und sonst was. Also, wenn ein Replay kommt und dann reingezoomt wird auf die Spieler, müsste einfach immer das Announcement kommen. Und eigentlich sogar, wenn du selber startest, müsste für dich selber immer schon das, was du vorher Ich hätte gerne den koreanischen Announcer von der GSL. Ja. Nee, ich würde mich nehmen, ehrlich gesagt. Ey, ey, Patience! Ja, okay, das hat auch was, gebe ich zu. Ich würde mich auch anbieten für einen Announcer-Pack. Ja, das würde ich auch nehmen. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was ich außer meinem nehmen würde. Und den GSL? Oder bist du nicht so die Koreaner? Nee. Empire, happy! Okay, was will denn bei mir? Du musst das für mich machen, weil ich kann das nicht so gut imitieren. Mit den Koreanern? Ja. Ich bin da jetzt auch kein Meister drin, ne? Aber... Siehst du, der könnte meinen Namen gar nicht aussprechen. Der könnte auch Alternate nicht richtig sagen, wahrscheinlich. Tim Alternate, Nomi. Das weiß ich nicht. Nee, dann ja, nehme ich, glaube ich, dann lieber die Mori-Version dann. Und in der rechten oberen Ecke haben wir von Team Alternate, Nomi. Ja, da geht doch ein bisschen dann auch Herzblut mit rein. Das finde ich besser. Sehr gut. Ja, also nachdem wir die Announcer-Packs auch durchbesprochen haben, ne, Blizzard Make It Happen, haben wir jetzt von Happy diesmal kein Gas genommen. Oh, weißt du, wem ich das schreibe? Rotterdam. Warum? Der hat da direkt die Pipeline und der hat dieses Announcer-Pack schon mal für einen Homestory-Cup gemacht, also dieses Soundboard, ja. Das war sehr gut. Na gut. Also ich dachte, ne, von wegen hier mit Gas, du bezogst dich jetzt auf den Gasless-Bild und gibst jetzt Insights oder so, aber nein, ist immer noch bei den Announcer-Packs. Ja, der soll erst ein bisschen hängen geblieben. Der soll erstmal mit hier Melanie Mac trainieren gehen. Ja, richtig. Bevor er sich da melden kann. Also muss ich wirklich sagen, ich scoute immer nach Gasless, weil ich würde das sofort bestrafen. Und es gibt tatsächlich einige Leute, die das machen würden. Also es gibt auch entsprechend einige Varianten. Deswegen habe ich auch gedacht, du droppst jetzt was mit. Ja, ja, ich gehe da ja gerne drauf ein. Also ich würde natürlich Proxy Robo spielen, einfach weil der Gegner natürlich mit dem späteren Gas keinen Stimpack hat. Und damit sind Immortals unheimlich gut, wenn man halt Micron kann mit den Immortals. Was man nicht mehr kann, sobald Stimpack draußen ist, kurz gesagt. Weil dann, ne? Also nicht Force Fields macht Micro kaputt, sondern Stim macht Micro kaputt. Vollkommen richtig. Das sollten wir als Protoss-Front vertreten. Das ist eigentlich richtig, richtig gut, ja. Ja. Die neue Propaganda. Ich hoffe, Hase hat auf mich gehört und wirklich eingeschaltet. Ja, soll er mal die Propagandatrommel rühren jetzt. Ja, das hat er übrigens sehr gut gemacht bei dem Event, beim Red Bull Event letztes Wochenende. Hat immer zwischendurch ein bisschen einfließen lassen, ein bisschen gezwinkert. Na gut, also man kann auch andere Sachen machen, wie zum Beispiel ein Proxy Stargate kann man auch dann reaktiv bauen, einfach weil eben gleiche Logik. Die Marines ohne Stim sind erstmal kein Problem für die Oracles. Da kann man mal drum herumfliegen. Und auch man kann auch Blink All-In gut spielen, weil auch das, solange Stim nicht fertig ist, geht halt besser. Ja, deswegen, wie gesagt, ärgert mich, wenn die Protoss dann nicht scouten und nicht reagieren können. Hast du im Übrigen gesehen, gerade Happy, er hatte die Hoffnung, mit dem SCV noch zu scouten können, als es vernichtet wurde, zack, direkt der Skin. Also dann sieht man ja, wie wichtig ihm das ist. Er sieht halt die Robo, extrem wichtig, dass er sie sieht. Mhm. Vom Timing her weiß er halt, okay, da kann eigentlich nur ein Observer im Bau sein, alles andere macht halt zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn. Kannst ja auch am Gas hier abschätzen, ungefähr. Also ich meine, er hat ja eben gesehen, dass hier kein Gas war an der Natu. Was halt auch gut war zu diesem Zeitpunkt, mit dem SCV hier reinzufahren, weil manche andere Terraner-Scouter nicht, muss dann den Scan hier irgendwie so beknackt in der Mitte setzen und sieht dann mitunter hier so ein Gebäude nicht. Also deswegen schon nicht schlecht gemacht von Happy, der kann ja sehr gut. Mir gefällt auch sehr gut, dass er überhaupt scannt. Also ist ja letztlich so ein bisschen die gleiche Geschichte. Die Protosse sind am Anfang immer ein bisschen zu gierig zu scouten, was ich persönlich für einen Fehler halte. Und andersrum sind die Terraner oftmals zu geizig, um den Scan zu setzen. Und ja,
sterben dann einfach mal an einem Vorgate, was jetzt ja hier durchaus hätte kommen können. Und wir sehen, da steht nur ein Bunker. Hätte durchaus schief gehen können. Oh, du hast gerade schon markiert. Der erste Immortal ist in Bau. Und der zweite folgt. Juhu! Immortal all in. Wir sehen, Stimpak ist allerdings halb fertig. Das wird fertig werden. Also, ja, es dürfte ein Immortal Poke zumindest werden. All in wäre auch ein bisschen strange. Na, würde ich gar nicht mal sagen. Also, ich könnte mir auch tatsächlich noch vorstellen, dass das ein harter All in wird. Richtig schön, aber da nicht ganz zu Ende gedacht gerade. Hätte er gescannt, hätte er, glaube ich, den Observer locker gekriegt. Ja. Aber er hat sich dagegen entschieden oder hatte gerade keine Energie. Na gut, jetzt wird hier der Watchtower freigemacht. Auch das sehr vernünftig. Also ja, da kommen drei weitere Gates. Ich glaube tatsächlich, das wird hier ein harter All-In. Und also mir gefällt das an sich erstmal sehr, sehr gut, weil ich finde persönlich, dass die Immortal All-Ins, die sind ja so ein bisschen aus dem Metagame verschwunden, halte ich für einen großen Fehler, weil die Terraner wieder sehr gierig geworden sind im PvT. Und das sind fünf weitere Gateways. Das wird hier Patience jetzt versuchen zu bestrafen. Also er hat gerade gescannt, ich habe leider nicht sehen können, wo. Er hat hier den Turret standardmäßig, er nimmt jetzt hier das Gas. Also es deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass er das hier gecheckt hat. Hat er selber drei Barracks und du sagst es halt so ein bisschen mit der Gear. Jetzt kommt das zweite Starport, weil er auf dem Koloss-Bild eigentlich von ausgeht mit der Robo. Vollkommen Gott, auch legitim eigentlich, weil ja, aber wahrscheinlich er hat halt keine Informationen. Dann muss er einen Poke vorher spielen. Also das gibt's ja nicht. Ja. Also er rechnet einfach mit dem absoluten Proto-Standard-Bild, sieht die Robo, den Kopf. Macht er da gerade den vierten Immortal oder ist das noch nur der dritte? Das müsste der dritte sein. Vierte sogar, wow. Also das ist auch ehrlich gesagt total verrückt hier. Wenn man das nicht Patience wüsste, könnte, also wenn du jetzt Happy wegschneiden würdest, wirst du denken, okay, er spielt ein PVZ. Ja, also es reichen auch tatsächlich drei Immortal locker. Denn und er hat drei halt Immortals machen einen Bunker, falten den zusammen, easy peasy. Ja. Also er muss halt, aber sehr, sehr gut die Reaktion ja. von Happy, macht er das komplett richtig. Er weiß auch, dass er die NATO nicht halten kann und jetzt muss er eigentlich mit dem Tech halt, den er hat, gucken, dass er da arbeitet. Und ja, Patience könnte containen, aber der will er durchbrechen. Nein, darf er nicht, und darf das da nicht hochgehen. Ja, oh aber ja, schön das, die Force Fields. Ja. Da muss er eigentlich noch ein Force Field oben setzen, noch ein paar SCVs abschneiden. Ja. Oder hier rechts die Marauder, ja, macht er sehr, sehr gut. Genau. Also holt er alles raus, was er kann. Und Happy ist da ehrlich gesagt ein bisschen zu aggressiv. Er weiß, dass er das da unten nicht halten kann. Da ist sind hochgegangen. Schon 12 SCVs und dann darf er weg, die SCVs ja jetzt hier nicht noch zusätzlich opfern. Schön jetzt die Widowmine. Oh ja, direkt auch ausgegraben, damit sie nicht auf die Halo schießt. Also von beiden Spielern sehr schön gemacht hier in dem Fall. Ja, richtig gutes Micro. Also beide Spieler top drauf. Da sieht man schon, was für ein hohes Niveau das ist. Auch von Happy, dass er es halt gar nicht versucht, dann an Natte zu verteidigen. Das wäre halt instant tot gewesen. Aber auch jetzt Patience halt mit dem Vorteil. Der kann hier halt lange containen. Muss natürlich aufpassen, was Drops angeht. Hat hier den Peilen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Medivac gesehen hat, aber es muss ihm natürlich klar sein. Folglich hat er hinten natürlich die Stalker, also dass er das nicht ewig machen kann. Frage ist natürlich, wo ist der Mothership Core? Der düst auch zurück. Oh, das ist nicht so schön gerade. Ah, der kommt aber gerade noch rechtzeitig also zum Nexus. Ja. Also hat er genau rechtzeitig getimed, der Patience. Ich hätte es aber besser gefunden, wenn er den bei Ami gehabt hätte, um im Zweifelsfall einen Recall machen zu können. Ja, es hat so ein bisschen beide Seiten, da hast du schon recht. So ist seine Armee natürlich so ein bisschen ausgeliefert. Andererseits, ich denke, er kann sich hier sowieso gleich zurückziehen, wird hier genug Eco-Schaden gemacht haben. Ja, genau, das kann man auch so beschreiben. Also, ich meine, ab einem jetzt sollte gewissen er hier Punkt, also, dass er das Force Feed nicht setzt, ah gut, er wollte tatsächlich runterlocken. Oh, kriegt nochmal zwei. Der Schweinehund. Im Übrigen Dark Shrine, weil hier ist ja nichts an Detection im Übrigen. Er hat ja gerade hier den Turret geklärt und ich glaube, so als Terraner hast du das jetzt nicht in deiner Pipeline unbedingt drin, weil eigentlich mehr when behind build Dark Shrine und nicht wenn ganz weit vorne build Dark Shrine. Plus, du hast ja so in deiner internen Checkliste safe sein gegen die T, ich setze einen Turret, dass check. Dass er kein Force Field setzt, ja, wenn er jetzt hier wegläuft, finde ich ganz verrückt, aber letztlich geht das hier. Nee, es ist wieder der gleiche Trick. Der Schweinehund, wirklich. Und großer Fehler jetzt übrigens, dass Patience hier den Watchtower nicht hatte. Er kriegt eine Widowmine, kriegt die zweite Widowmine, ja, und kriegt jetzt nochmal die SCVs. Also da geht's jetzt ordentlich rein. Aber auch hier drüben, also da, wo ist aber wie du angesprochen der hast, der Dark Shrine ist jetzt fertig. Und im Zweifel wird er jetzt hier einfach, er wird jetzt aber einfach den muss er gesehen haben jetzt. Ja, aber damit kriegt er das ja verteidigt. Ja. Das ist ja nur ein Scan, der hier wahrscheinlich zur Verfügung steht. Observer, also jetzt geht hier einiges an Stalkern kaputt, aber wichtig, die Marines sind hier gut schon zusammengeschrumpft. Das war gerade der Mothership Core, bevor er hier die Nexus-Kanone setzen kann. Das ist natürlich bitter. Also er muss jetzt die Tees defensiv eigentlich, wobei machen das die Stalkers, machen die Stalker schon. Macht hier trotzdem mehr Verluste, als ihm lieb ist.
Frage ist natürlich, wo ist DDTs? Da sollte jetzt nicht unbedingt Timing verloren lassen gehen. Generell die Idee von Happy sehr, sehr gut, aber man sieht halt, dass Patience halt einfach unfassbar weit vorne ist, weil die ganze Zeit auf Two-Base-Mining hat immer noch deutlich mehr Worker. Mothership Core ist direkt neu gebaut. Also, wenn er da jetzt ein paar DTs einfach frontal reinschickt, ich meine, ja, wobei die Teile. Ja, so weit vorne. Jetzt kann er auch tatsächlich die Rampe hoch. Er hat jetzt gerade Blink entwickelt. Ich denke, er wird jetzt vorne nochmal Stalker reinwarpen und dann töten. Er macht jetzt hier gerade das Medivac noch platt und dann ist eigentlich auch defensiv alles safe und dann, wie gesagt, denke ich, wird er hier vorne reinspringen. 1-1 Upgrades auch noch gleich durch, also auf die wartet er logischerweise noch. Happy hatte vorhin noch das 1-0 den Vorteil in der Hinsicht, aber jetzt kommt noch Charge. Blink hat er ja schon. Er holt jetzt, was eigentlich noch Sinn machen würde, wäre so ein zusätzliches Templar-Archive, glaube ich, weil die Templar, die könntest du halt super reinwarpen noch in der Hinsicht. Happy hier drüben mit den Truppen und hier ist dann logischerweise in der Verteidigung nicht wirklich viel. Patience, ja, jetzt geht er hoch. Jetzt macht das mit dem Force Field. Schöner Pickup von Happy. Er geht tatsächlich nicht hoch. Na gut, man muss natürlich sagen, ist ja ein Spiel, bei dem es um viel Geld geht, jedenfalls dann in der Summe. Insofern vernünftig wahrscheinlich, dass hier nichts aufs Spiel zu setzen, aber oh, jetzt das aber ist vorbei. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, da muss er aber trotzdem aufpassen, dass er da nicht zu sehr in die Zange genommen wird. Also jetzt will da hat er den Pfeil verloren. Da kann er nichts mehr reinwarpen, wird sich zurückziehen jetzt. Aber es kommen von hinten die nächsten Units nach und ich glaube, auf der linken Seite ist sogar schon noch ein weiterer Pfeil unterwegs. Ja, also er war jetzt die ganze Zeit 2-Base gegen 1-Base, wobei Happy ja die Basis so gesehen hatte, will sie jetzt rübersetzen. Trotzdem sollte man da auch nicht zu leichtfertig reingehen, weil man darf Terraner die Spritze nicht unterschätzen. Richtig. The Power of Stim. Die gemeine Spritze. Warum gibt es da noch nicht dieses tolle japanische Emoticon mit The Power of Stim? Immer nur The Power of Protoss, The Power of Stim. Nicht gut? Ja, dritte Basis nicht, hier drüben. Na, eigentlich, da passt auch besser einfach nur Spritze. Das drückt ein bisschen mehr die Wut aus. So, Energie ist nur da für einen Scan. Das heißt, wenn er die Tiers jetzt aufteilt, ist er kein Turret da, dann kann er da ordentlich säbeln. Scan, oh, den hat er hier gerade vorne auch eingesetzt, so wie ich das gerade gesehen habe. F10N, direkt raus. Da weiß Happy jetzt auch, dass es vorbei ist. Da, also er hat keinen Scan, er baut jetzt die Turrets nochmal neu, da blockiert er hier drüben. Hier passiert halt nichts, hier drüben sind die Force-Fields direkt gesetzt worden. Aber, wo läuft denn der DT eigentlich hin? Also, hä? Habe ich nicht gerallt. Dann säbeln wir halt hier weiter. 27, also da wäre mehr drin gewesen. Wo ist der hingelaufen? Der steht da, glaube ich, oben an der Ecke, oder? Ah, da ist er jetzt. Hat halt nicht noch mal ein paar Kills bekommen. Oh, wobei, gerade 5 Stück nochmal. Und hier an der Natu ist halt immer noch Potenzial. Der hier hat 5 Kills. Jetzt gibt es da den Scan. Trotzdem darf er nochmal durchsäbeln. Also durchaus legitim. Dafür jetzt die dritte, aber ja, kannst du dir abschminken. Ah, Patience geht wirklich auf Storm, aber gleich da. Nummer sicher und holt genau, wie du sagtest, auch noch Storm mit dazu. Wartet sogar darauf noch. Braucht er natürlich alles locker nicht. Wie ich betonen möchte, vor 5 Minuten schon gesagt. Richtig. 2-2 Upgrades, glaube ich, inzwischen auf unserem Protoss-Spieler. Der Terraner ist. Na, 1-1 noch. Ah, Also da wäre noch was drin. Da wäre noch was drin, aber man sieht es am Supply einfach. Also Patience spielt das schon klassisch, versucht es wirklich. Bei 2.500 Euro Preisgeld. Ich meine, wichtig ist auch, ob Gruppenerster oder Zweiter, weil du in den Playoffs dann das entweder... Das gefällt mir sehr, sehr gut tatsächlich. Bei dem System, ne? Da haben wir die Köpfe zusammengesteckt. Ja, da kannst du auch dich bei den Cup-Admins, ne? Haben wir zusammen uns hingehockt. Sind ja Freitag auch alle dabei. Meltdown, ja. Ne? Nee, finde ich wirklich sehr sinnig. Weil sonst gibt es ja so in diesen WCS-Gruppen durchaus die Strategie zu sagen, okay, ich zeige im ersten Best of 3 nicht meine besten Strategien, weil ich gegen den besten Gegner aus der Gruppe spiele. Richtig, aber hier ist das schon, ne? Jeder Sieg ist wichtig. Für einmal verloren heißt schon, du kannst nicht mehr Gruppenerster werden. Ja, so, und jetzt ist die Armee hier sehr geschlaucht, aber da sind die Templer. Da sind Ghosts, die EMPs kommen, aber treffen die Templer nicht. Das heißt, die Storms sind da. Happy hat sich aber gut auseinandergezogen. Was kann die Spritze hier noch retten? Also das gefällt mir inzwischen nicht mehr, wie defensiv das Patience jetzt spielt. Wäre er nicht so weit vorne gewesen, glaube ich, hätte jetzt Happy vielleicht sogar noch wieder zurückkommen können. Weil irgendwann muss man auch sagen... Hier hinten steht auch nichts an Units. Die stehen hier komplett out of position, das ist kein Mothership-Core. Also da pennt er gerade so komplett hinten. Die Zealots, die machen jetzt Schaden, aber er verliert halt selber unnötig jetzt die Natu. Das also, halt komplett das unnötig. Diese Armee, warum? Genau, er vernichtet ihn vollkommen. Aber wenn er nicht ganz so weit vorne gewesen wäre, glaube ich, hätte das noch gefährlich werden können. Das war einfach nicht nötig. Also er hat jetzt die Natte verloren, wird wahrscheinlich sogar die dritte auch verlieren.
Und dann könnte Happy sogar noch auf so einen Base-Trade kommen. Mit Protoss Armee ist halt langsam. Alle Nexus so kaputt und CC in die Ecke. Na, die Zealots, die basteln ja auch noch. Zwei stehen faul rum. Sag mal im Ernst, wenn er jetzt da eingeladen und die Main geflogen wäre. Ja, und jetzt gibt's Feedbacks und die Stalker sind halt da, versuchen die Medivacs rauszunehmen. Vielleicht ein bisschen zu früh drauf. Auch die Halluzination ein bisschen zu spät auf der anderen Seite. Aber ja, ein bisschen später, der blinkt ein bisschen eher die Hallos, dann hätte er auch die Medivacs bekommen. Ja, das war nur noch Show-Off, glaube ich. Aber ich glaube tatsächlich, Happy wäre es hier möglich gewesen, noch in so einen Draw reinzukommen. Wäre er jetzt da in die Mainbase rein, hätte den Nexus gesniped, weil Geld auf der hohen Kante hatte Patience nicht. Insofern wäre das denkbar gewesen, wenn das CC, ich weiß nicht, ob es einen Spot gibt überhaupt auf Overgrowth, wo das CC in der Ecke steht und nicht angegriffen werden kann. Ich glaube nicht. Dann war es vielleicht nicht möglich und Happy wird das gewusst haben. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist so ein Schweinehund, der weiß das ganz genau. Ja gut, aber ich meine, das war halt im Early Game schon mit dem All-In. War mit diesem blinden zweiten Starport, also das war auch schon so ein bisschen mega gierig einfach, ja. Dass du, die meisten setzen es deutlich später, dieses zweite Starport, dass man es dann direkt setzt und sagt so, oh ja. Das war eine Frechheit ein bisschen von ihm. Weil ich meine, überlegen wir mal, mit drei Racks und dann zwei Starports, das ist schon sehr ja, ich gierig. Meine, okay, andersrum. Wenn der Gegner Kolosse spielt, dann hast du ihn direkt genau. Und also viele Protoss-Spieler sind momentan sehr, sehr berechenbar und machen jedes Spiel Nexus, Kolossus so schnell raus wie geht und dann irgendwann ich mit Daumen drücken. Ich persönlich aber auch, Dritte muss nehmen. Ich sagen. Ich bin da auch schuldig. Ich bin auch ein Protoss, der im Matchup gegen Terran versucht, die Kolosse so schnell wie möglich zu haben, einfach damit mir diese Stim-Marines nicht so auf den Sack gehen, weil es halt sonst deutlich schwieriger ist ohne. Ja, genau, richtig. Und ich meine, gegen sowas ist dann das, was Happy gemacht hat, sehr, sehr gut. Und also gerade den Koreanern wird ja nachgesagt, ein bisschen robotermäßig die Builds einfach immer wieder runter zu prügeln. Und insofern gefällt mir sehr gut, das jetzt von Patience zu sehen, dass der erstens nicht so berechenbar ist und zweitens, dass... Auf der anderen Seite kann man sagen, er hat es aber am Ende sehr robotermäßig runtergespielt. Anstatt halt zu sagen, jetzt machen wir auch den Finish, sagt er, nö. Das nee, Game geht so und so und so. Auch das möchte ich nicht kritisieren. Das hat mir jetzt als Zuschauer, war mir das kurz ein bisschen langweilig, ja. Aber eigentlich muss man sagen, der Profispieler, der sollte das genauso runterspielen. Das war eigentlich schon was rein. Ja, bis auf diese eine Position, wo halt die NATO und die Armee out of position ja, haben. Ja, das aber da war die Konzentration. Es ist auch schwierig, muss glaube, man sagen. Er hat sich darauf konzentriert, in der Mainbase noch Templar reinzuboppen, um da ganz safe zu sein, dass es nicht mehr so ein aber ich glaube, ja, aber das ist trotzdem, also die hat da gar nichts zu suchen. Nee, da hast du recht. Schon, aber es ist halt auch schwierig, auch wenn man sehr weit vorne ist, dann die Konzentration aufrechtzuerhalten, wenn man weiß, das ist eh durch. Dann hat man das Spiel oft. Ja, ja. Du als Psychologe weißt es wahrscheinlich am allerbesten. Ich bin auch einer der Schlimmsten, was das angeht. Das ist ein Phänomen, das wir im Bootcamp benannt haben. Habe ich dir auch schon mal erzählt, glaube ich. Warum lief der Asi nicht? Und dann verlierst es doch noch. Man fängt dann an, das wegzuwerfen, ja. Ja. Wenn man halt langsam frustriert wird darüber, dass man sozusagen anfängt, sich zu langweilen. Weil ich meine, letztlich ist es ja so, der Druck ist eigentlich weg. Man hat das Spiel gefühlt schon gewonnen, möchte jetzt aber auch die Belohnung einstreichen. Ja. Dieses Gamification, ne? Dass man ständig eine Belohnung braucht. Ist ja auch so ein Problem in unserem Zeitalter. Das kannte ich noch nicht. Aber Gamification im Begriff. Ja. Dass man, also das ist in ganz vielen Bereichen so, dass man das wirklich so macht, wie mit wie in Computerspielen. Ich meine, so MMORPGs sind ja deswegen sehr süchtig machend, weil du halt ständig so einen Erfolg hast, ständig mein Level ab, hier droppt man ein Item, da, ne, so Stück für Stück. Ich würde da ja nicht süchtig machen sagen, sondern mehr, macht deswegen so viel Spaß. Okay, das Suchtpotenzial ist sehr groß, weil aus diesem Grund. Also ehrlich gesagt, in vielen Bereichen gibt es ja zu wenig Feedback und auch gerade zu wenig positives ja, Feedback. Insofern richtig finde ich es erstmal nicht unbedingt so ein furchtbares Phänomen. Ja doch, aber es ist schon, also gerade weiß ja das Belohnungszentrum unseres Gehirns, ne, Konditionierung, im Prinzip funktionieren wir Menschen da ja auch sehr nach. Ja, klar. Und wenn man so will, ist es ja wirklich Behaviorismus und wirklich diese Belohnung, Konditionierung, wenn man das hat und diese Gamification hat man einfach in vielen, vielen Bereichen, wo man sich dann Dinge abschaut aus Computerspielen und diese Belohnungen dann quasi einführt. Aber findest du es schlecht, wenn du zum Beispiel im Unternehmen regelmäßig gesagt hast, gut gemacht? Ich finde das nicht schlecht, aber es ist einfach, google mal den Begriff
Na gut, ich würde halt dagegen setzen, dass zum Beispiel gegen Depressionen, glaube ich, immer ein bisschen hilft, wenn man zwischendurch mal so ein bisschen positive Es wird ja nicht ohne Grund gemacht. Ja. Aber auch bei Programmen oder überhaupt also, ne, so Erfolgserlebnisse, die werden ja schon, aber auch in der Werbung, ne, da wird es dann sehr manipulativ. Ja, okay, da fühlt man sich ja auch immer ein bisschen betrogen. Auch ja, da wird ja auch das, oder beim Einkaufen oder so, wird schon das Belohnungszentrum manchmal sehr bewusst angesprochen. Ne? Na gut, also da verstehe ich dann wieder, wovon, ne, gerade Marketing, ne, hey, du hast was Gutes für die Umwelt getan oder hier, ne, oder da steht dann auf jedem Kronkorken, du hast einen Quadratmeter Regenwald mit dieser Flasche gerettet. Dann ist das auch so ein bisschen Gamification, wieder eine Belohnung, hey, wieder ein Achievement. Ne? Auch. Ja, Achievements, das ärgert mich ja, wenn es als Achievements ausgelegt wird, wenn ich das Gefühl hatte, nee, war jetzt aber keine besondere Leistung. Das Bier auszutrinken. Ja. Gut gemacht, Nomi, er hat es. Das. Naja, das in dem richtigen Freundeskreis funktioniert das auf jeden Fall so. Ja, da kommt dann, hey. Genau. Ja, jeder hat es mal erlebt. Nein, das ist schon ein sehr interessantes Thema, gerade mit einem Psychologen eigentlich darüber zu reden. Vielleicht sollten wir wirklich so eine interaktive, nicht nur Fallstudie darüber machen, sondern vielleicht sollten wir wirklich das mal so als Topic aufgreifen. Auf jeden Fall letztlich ein spannendes Thema. Oder einfach so als regelmäßiges Format. Mori und Nomi philosophieren über. Da traue ich mir aber nicht zu, muss ich sagen. Echt nicht? Ich habe der Wissenschaft zu sehr in den Rücken gekehrt. Ist jetzt ja schon wieder 3 Jahre her, da ist man nicht mehr up-to-date. Das sagst du. Ja, ich bin auch seit 4 Jahren aus der Uni raus. Ja, da habe ich jetzt keine Zeit, die wissenschaftliche Literatur nachzulesen. Ich würde mal behaupten, dass wir beide einen Allgemeinwissensschatz haben, der dafür auf jeden Fall ausreichend ist. Aber so, na gut, das können wir machen. Muss ja nicht immer so speziell sein, dass Begriffe wie Behaviorismus fallen, aber Buh, Protos, Buh. Der Chat lässt sich nicht ablenken von dem Behaviorismus-Quatsch. Nein, das schrieb hier wird doch einer. Direkt bestraft. Behaviorismus ist ich würde nicht sagen, das ist ein veralteter Ansatz. Das hat sich weiterentwickelt und natürlich kommen andere Disziplinen dazu. Ist nicht wie früher Blackbox und der Rest ist dir egal, aber ist immer noch halt basic, ne? Genauso, wenn du bei Mathe sagen würdest, plus minus ist inzwischen mittlerweile outdated. Ja, aber okay. So sehen. Gehen wir mal aufs Spiel ein. Und anstatt uns ablenken zu lassen, Patience mit einem Stargate hier vorne, direkt an der Natu, was ja auch. Diese Map auch schon wieder. Nimbus ja sowieso immer wieder sehr schön ist, die Natu hier. Wobei, gegen Zerg finde ich es schön, dass hier die Natu im Übrigen ist. Ich persönlich habe die Map gewetet. Okay, ich finde es gegen Zerg sehr schön, dass man da die Natur hat. Natürlich dann wiederum der Nachteil, dass hier diese Rampe sehr schnell sehr groß werden kann und ja, auch für die Nexus-Kanone sehr schwer zu erreichen, plus diesen Safe-Spot. Also das gerade für Drops zum Beispiel ist das wiederum sehr, sehr gut, wo man sagen könnte, da hätte Happy vielleicht dann einen Vorteil in der Hinsicht. Ja, mich stört vor allem, dass man die Informationen einfach nicht kriegt, wenn man Pech hat, weil die Map groß ist und zusätzlich 4 Spieler. Das heißt also, man kann einfach Pech haben und kommt dann an mit der Probe, wenn der Gegner gerade die 4. Hedge baut. Man hat selber ein Gateway, ein Gas und einen Cybernetics Core, ist immer nicht so geil. Und Nomi, das würde dich freuen. Wir sehen das Orakel. Jawohl. Aber Kämpft macht ja auch Siege. Macht Sieg ja, zum Sieg. Aber Happy ist natürlich nicht jemand, der sich da so schnell verarschen lässt. Nee, das ist auch wirklich was Happy generell sehr, sehr gut macht. Dass er halt, also du hast es ja vorhin gesagt, der spielt oft immer so ein bisschen die gleichen Sachen. Aber die sind dann wenigstens auch gegen alle Eventualitäten vorbereitet. Ja, wie gesagt, Happy selber hat ja in einem Interview widersprochen, was wir demnächst veröffentlichen werden und ja, gesagt, er spielt. Da bin ich gespannt, das zu lesen. Das ist natürlich eine große Lüge. Obwohl er, glaube ich, ehrlich gesagt einfach so ein bisschen ähnlich das angeht wie ich. Also er hat einen klaren Plan. Genau. Oh, aber sehr nice von Patience, dass er nicht in die offensichtliche Natu reinfliegt, sondern direkt einfach mal stumpf in die Main reinfliegt. Ja, das ist natürlich so quasi, er weiß, dass der Gegner weiß, dass er anfällig ist an der Natu, also fliegen wir in die Main. Und einfach ja, mal sorry, da habe ich kein Verständnis, das darf Happy nicht passieren. 8 Worker schon verloren, 6 davon vom Orakel. Ja, also das hat nicht mal viele Hitpoints verloren, das fliegt einfach nochmal rein, das andere Oracle Combat dazu. Vor allem jetzt mit 2 Oracles kann man auch die neuen Marines angehen. Was ist das denn jetzt? Es läuft auch noch raus? Alter, ich glaube Happy ist nervös oder so. Keine Ahnung, aber so als alter Hase. Patience wollte das Geschenk auch nicht haben. Patience übrigens sieht so aus, als wollte er hier richtig Hardcore-Druck machen.
was hat er denn? 3 Gateways, da kann man schon ein bisschen was an Druck machen jetzt in dieser Frühphase. Das sind ja 11 Marines, wenn er hier vorne mit den Stalkern ist, dann kann er nicht alle Marines abziehen, dann freuen sich die Orakel. Wenn der Bunker hier nicht wäre, dann könnten wir... Hey, was ist das denn jetzt? Patience, da steht überhaupt nichts in der Eco-Line. Kannst du mal einfach alle SCVs töten? Ja, hier hinten, ja doch, da sind Turrets jeweils. Ja, und? Okay, also ich glaube, er will die Orakel hier jetzt gleich im Kampf mit drin haben. Ja, aber er will doch jetzt nicht ernsthaft versuchen, da den Bunker zu brechen, die 3 Bunker zu brechen. Ich weiß nicht, was er jetzt... Also er spielt ja hinten dran, er spielt ja jetzt keinen All-In, sondern er spielt den Tech schon. Genau, deswegen soll er SCVs töten und die Transition machen. Also ich glaube, er hat ja schon genug SCVs. Er hat ja 13 schon bekommen, Happy ist auf 28. Also eigentlich hat er ja schon alles, was er will. Jetzt will er halt, glaube ich, nur noch andeuten und Happy dazu bringen, hier zu overcommitten, damit er hinten selber jetzt seinen Tech in aller Ruhe durchbekommt. Also ich glaube, dass Patience Plan hier nicht wirklich ist, noch großartig irgendwas zu erreichen, sondern dass er sich wirklich damit zufrieden gibt und Happy hier nur halt das Licht führt. Damit Happy, weißt du, Mindgames? Ja, ich verstehe. Zeig mal die Orakel. Die sollen hier noch ein bisschen SCVs töten. Jawohl, gute Arbeit. Ja. Aber er ist da sehr vorsichtig. Seit 15 Stück Happy auf 28 schon runter. Und noch ein Stim geforst. Schönes deutsches Wort, geforst. Ich finde das sowieso lustig, weil jetzt natürlich da überhaupt nichts erzwungen ist. Dann lässt sich einfach der Terraner sich entscheidet. Ich renne hinterher. Ich weiß, ich kriege ihn eigentlich nicht, aber wenn er nicht aufpasst, dann vielleicht schon. Im Zweifelsfall halt immer Spritze! Genau. Aber gut, man muss in dem Fall zugeben, na gut, da steht dahinter, das Medivac kann man in dem Fall wahrscheinlich so machen. Ja, ich versuche hier diese ganze Zeit diese Skype-Nachricht zu lesen, aber ich sehe schon, du wolltest auch noch ein Auge auf den Chat haben. Falls ich weiß ja nicht, ich wusste nicht, dass du da was lesen möchtest. Ich konzentriere mich eigentlich aufs Spiel. Aber du bist ja immer, du lässt dich ja so ablenken. Ach so, ja, ja. Ich dachte, du wolltest vielleicht über den Behaviorismus noch ein bisschen was nachlesen. Also ich glaube, dass man da durchaus darüber diskutieren kann. Also natürlich, Behaviorismus nach Pavlov und Skinner ist nicht mehr so gültig heutzutage, beziehungsweise mittlerweile weiß man halt, was diese Blackbox auch ist, was beim Behaviorismus, also 10 Hitpoints, die beiden. Der Marine sieht das hier alles. Aber gut. Das ist was, das kann man im Meltdown sehr gut machen. Siehst du, das meinte ich aber. So eine Pandora-Box wollte ich nicht aufmachen. Aber man kann es da ruhig anteasern, dann haben die Leute was zu diskutieren im Chat. Ist doch nicht schlimm. Nee, ich meine nur, da würde ich jetzt einfach für mich sagen, da habe ich momentan nicht mehr genug aktuelle wissenschaftliche Literatur im Kopf, dass ich das Gefühl hätte, mich richtig dem stellen zu können. Ach, aber alle Leute im Chat haben das. Das ist ja egal. Du weißt, der schreit im Zweifel laut genug. Okay. Lass ich so gelten. Nein, aber ich denke mal, das ist sowas Wunderschönes für Kneipentischrunde, Meltdown am Freitag zur Aftershow-Party. Das ist ein guter Plan. Patience hat sich da ein Piling hingestellt zum Spielen, den er jetzt seinerseits wieder rausnehmen muss. Aber du hast es gesagt, also 30 Supply ist er vorne. Er hat das gemacht, was er da machen wollte letztlich. Was für Patience noch so ein bisschen schlecht läuft, sind die Upgrades. Also da ist auf jeden Fall noch die Möglichkeit für Happy, dass er da sich noch mit reinbringen kann sozusagen. Dafür braucht er aber auch jetzt eine zweite Engineering Bay. Er setzt jetzt die dritte, hatte mit Kolossen natürlich einen guten Tag. Happy startet jetzt mit Vikings aber wieder dieses frühe doppelte Starport, werden wir aber zeitgleich schon das Templar-Archive sehen. Also da sehen wir ja durchaus schon daran, dass Patience vorne ist. Er steht hier sehr safe gegen Drops, er ist sich dieser Anfälligkeit bewusst, nur die dritte ist nicht ganz so einfach zu verteidigen, logischerweise. Gleichzeitig hier drüben, ja, muss er mit den Orakeln aufpassen, versucht die dritte hier noch ein bisschen zu blockieren. Und wie geht's dann hier weiter mit den Force Fields, mit den Stalkern? Nochmal die Spritze, die Zellens sind extrem wichtig gerade. Wenn die Zellens nicht wären... Also dann wären hier viel, viel mehr Stalker gestorben. Ja, Blink war aber auch fertig, also das hat natürlich Patience auch wieder sehr, sehr geschickt gemacht. Ist jetzt 20 Supply noch vorne. Im Übrigen sehr stark, dass er weiß, dass er jetzt die dritte auch verteidigt bekommt und sie dann nimmt einen Fehler, den sehr viele Spieler im Übrigen machen, mich eingeschlossen. Man fühlt sich sicher, nimmt die dritte und dann merkt man, dass man sie gar nicht verteidigen kann. Und dann gerät man wieder in den Rückstand, beziehungsweise gibt dem Spieler unnötig Möglichkeiten da aufzuspielen. Genau, und die hier, Orakel finden auch einen guten Zweck, mit dem sie sich anfreunden können. 16 Kills inzwischen auf dem Orakel und das sind inzwischen auch Marines und Marauder. Da geht's allerdings down. Trotzdem, ja, das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Das Opening ging ziemlich gut auf für Patience. Man muss halt sagen, wäre das ein aggressives Opening von Happy gewesen, wäre er schlicht gestorben. Das ist ja das, was ich vorhin meinte mit der Map, wo man nicht unbedingt die Scouting-Informationen bekommt. Aber
ist aufgegangen. Insofern kann man da auch ja, letztlich nicht viel gegen sagen. Storm ist erst halb fertig und Happy macht sich jetzt auf den Weg. Vier Kanonen sind im Bau, die sind auch noch nicht fertig. Also wenn Happy jetzt direkt drauf geht, dann denke ich, könnte da was gehen für ihn. Patience sieht hier einiges, also mit den Upgrades, das hätte, wie du schon sagtest, hätte er viel weiter von dannen ziehen können. Und die sind eigentlich so wichtig, aber immerhin gleich haben wir 1-1 gegen 1-1. Nur ein bisschen Chrono-Boost auf Storm, wenn er da jetzt ein bisschen Zeit schinden kann noch. Nur die Position, hier hat er die Rocks halt immer noch, das heißt die Zealots laufen erstmal schön geklumpt raus. Und das gibt hier viel die Möglichkeit, dort was abzuschießen. Die Kolosse werden, ja, das ist aber vorbei. Also man sieht, die Armee reicht hier schon nicht. Und wenn jetzt die Templer, die hat er auch noch gezeigt, Storm ready. Also, wir wissen, das Spiel war ohnehin schon vorher vorbei. GG. 2-0 Patience und damit im Winners Bracket in den Playoffs. Ja, das war eine harte